Hallo ihr lieben Bücherfreunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, die liebe Anne vom Kanal Literaturlernen, ihren Kanal verlinke ich sehr gerne unten nochmal in der Infobox, dann könnt ihr auch gerne nochmal bei ihr vorbeischauen, hat mich getaggt und zwar bei dem Tag Beginner-Buch-Tag und es sind insgesamt 10 Fragen plus eine Bonusfrage, die ich hier in diesem Video sehr gerne beantworten möchte. Und weil es eine Vielzahl von Fragen sind, legen wir doch gleich mal los. Die erste Frage, Neuanfang. Welches Buch würdest du am liebsten erneut zum ersten Mal lesen? Bei der Frage oder beziehungsweise bei der Suche nach einem Buch habe ich mich tatsächlich etwas schwer getan. Ich weiß gar nicht warum, irgendwie ist mir da nicht so richtig eingefallen und ich dachte schon, dass ich auf die erste Frage schon irgendwie keine Antwort parat habe oder ich kein Buch finde, was ich gerne nochmal zum ersten Mal lesen wollen würde. Aber dann sind mir tatsächlich dann doch beim Durchstreifen meines Bücherregals doch noch 2 Bücher eingefallen und dann tatsächlich auch gleich 2. Und zwar handelt es sich bei dem ersten Buch, beziehungsweise bei dem ersten Buch würde ich gerne einfach nochmal die Stimmung nochmal zum ersten Mal erleben. Ich mochte die Stimmung wahnsinnig gerne und sie hat mich wirklich absolut in ihren Bann gezogen. Und ich glaube, dass das bei vielen auch so geht. Und zwar spreche ich von Stoner von John Williams aus dem DTV Verlag. Ich denke, dass das Werk kein völlig unbekanntes Werk ist. Wie ihr wisst, jetzt habe ich gerade über den Namen nachdenken müssen, wie der Protagonist in diesem Werk heißt, aber Stoner. Genau, wir begleiten hier den Protagonisten Stoner. Stoner ist ein sehr, für mich sehr interessanter Protagonist gewesen, da er seine Begeisterung für die Literatur und quasi so ein Stück weit für die Kunst des Schreibens erst sehr viel später entdeckt hat, beziehungsweise es ein Stück weit auch Fügung des Schicksals war, sage ich mal, dass er die Literatur für sich entdeckt und Literatur studiert hat und am Ende halt auch Professor wird. Ja, neben dieser ganzen Entwicklung, die wir hier erleben, sind natürlich auch noch andere Dinge, die Stoner beeinflussen, die ihn vor gewissen Hürden stellen. Und das Ganze, also das wirklich Faszinierende an dem Buch und deswegen ist es auch einfach ein Werk, was mich bis heute noch oftmals in den Gedanken begleitet und auch ein Lieblingsbuch meinerseits ist, diese unheimliche Atmosphäre, diese Stimmung, die aufkommt und die sich zum Teil auch nie ändert und sehr, sehr schön immer beim Lesen mitschwingt und man das Gefühl hat, dass John Williams in diesem Werk auch so ein Stück weit sein Talent verarbeitet hat, wenn ich das jetzt mal so ausdrücken darf. Wer Stoner von euch noch nicht gelesen hat, den kann ich natürlich dieses Werk absolut empfehlen. Bei dem zweiten Werk, was ich tatsächlich auch gerne nochmal lesen wollen würde zum ersten Mal, obwohl mich natürlich die Stärke dieses Werkes natürlich auch dann zum ersten Mal ein bisschen überfordern würde vielleicht, aber auch hier mochte ich einfach die Art und Weise, wie es umgesetzt worden ist und die Idee dahinter. Und zwar rede ich von Paul Austers 4321. Dieses mächtige Werk habe ich ja, das muss ich kurz überlegen, habe ich das letztes Jahr gelesen und wir begegnen hier dem Protagonisten Archibald Ferguson. Paul Auster beschäftigt sich in diesem Werk mit der Frage, was passiert mit einem Menschen oder mit einer Figur, wenn Kleinigkeiten sich in dessen Leben ändern. Und wir begegnen hier quasi 4 Fergusons, die durch verschiedene Fügungen des Lebens, zwar sehr ähnliches Leben, vor allem zu Beginn, sehr ähnliches Leben führen, aber doch in vielen Punkten doch noch verschieden sind. Ich mag die Auseinandersetzung von Paul Auster mit dieser Frage, die ich bereits schon sagte, was wäre wenn und was passiert mit einer Person. Und ich mochte auch dieses für sich herausfinden, wie man mit diesen 4 Werken oder mit diesen 4 Fergusons klarkommt und das auch zu entdecken und genau diese Neuentdeckung beziehungsweise diesen Aha-Effekt, wir reden jetzt hier quasi, sage ich dir mal, von Ferguson 1 und von Ferguson 2 und
das fand ich so schön und das würde ich auch gerne nochmal zum allerersten Mal lesen. Aber ich bin sehr froh, dass ich noch einige Paul Austers quasi ungelesen hier bei mir stehen habe und ich quasi den Paul Auster noch ein paar Mal für mich neu entdecken kann. Die zweite Frage. Das erste Mal. Welche war dein erster Roman, den du gelesen hast? Das finde ich tatsächlich auch eine schwere Frage und zwar aus dem Grund, dass ich ja in meiner Kindheit auch schon gelesen habe. Und ich bin mir nicht ganz so sicher, ob das halt als Roman gezählt werden kann, aber wahrscheinlich eher nicht. Und zwar habe ich natürlich auch in meiner Kindheit natürlich so die typischen, ich sag mal, Hani und Nani Romane, Elton Blyton Werke gelesen oder Bücher und ja, so viele andere Dinge. Aber irgendwie sind das ja dann doch keine tatsächlichen Romane. Und den ich euch jetzt zeigen möchte, bin ich mir nicht zu 100%ig sicher, ob es sich tatsächlich auch um meinen ersten Roman handelt. Aber irgendwie ist er so für mich der erste Roman, der so irgendwie im Kopf geblieben ist. Einfach weil ich war natürlich sehr oft in der Bibliothek und habe mir auch so diverse Bücher ausgeliehen. Aber irgendwie kann ich mich jetzt nicht so recht an diese erinnern, aber an dieses Buch, das ist mir noch sehr, sehr klar ja, präsent. Und deswegen dachte ich, erkore ich dies jetzt erstmal zu meinem ersten Roman. Und zwar handelt es sich um Nur wenn du mich liebst von Joy Fielding. Ja, diese Werke von Joy Fielding, ich habe auch noch viele andere von ihr gelesen, haben mich ja irgendwie ein Stück weit auch als Jugendliche, weil ich hatte in meiner Kindheit eine Phase, wo ich sehr, sehr viel gelesen habe und dann als Jugendliche hörte das bei mir irgendwann auf und fing quasi mit Joy Fielding auch wieder an. Und seitdem bin ich auch hier ein Stück weit beim Lesen auch geblieben. Natürlich immer mal mit so Phasen, wo man halt weniger liest oder mehr liest. Aber Joy Fielding hat es quasi geschafft, mich wieder zum Lesen zu bringen. Und deswegen ist das für mich auch so ein Stück weit mein erster Roman. Und ja, er ist halt es ist schon sehr, sehr lange her, dass ich den gelesen habe. Ich weiß nur so viel, dass es hier um eine Protagonistin handelt, die ja von ihrem Mann quasi Gewalt angetan wird und die Freundinnen, die drei Freundinnen merken das und versuchen ja die Protagonisten ja ein Stück weit zu retten oder ein Stück weit aus dieser Misere zu befreien, sag ich mal. Ja, das ist das, was so ein Stück weit bei mir hängen geblieben ist. Ich weiß noch, dass ich die Stimmung von Joy Fielding damals mag. Und ja, dass ich diesen Wandel der schwachen Protagonisten zu einer stärkeren Protagonisten oder die Hilfe von anderen sehr, sehr mochte. Heutzutage bin ich mir ziemlich sicher, dass ich mit Joy Fielding und ihren Werken so an sich nichts mehr anfangen kann, weil sie dann doch alle sehr, sehr ähnlich sind. Und so ein bisschen habe ich immer das Gefühl, hat man ein Werk davon gelesen, hat man ja fast alle anderen auch schon gelesen. Aber nichtsdestotrotz eignen sie sich halt dann doch gut, wenn man zum Beispiel am Strand liegt oder sonst was. Ja, das war eins meiner Werke, aber ich habe noch einige von ihr hier. Ich mag sie auch irgendwie nicht aussortieren, weil irgendwie erinnern sie mich dann halt doch immer an das Wiederfinden des Lesens. Drittens, Neukauf. Welches Buch steht ganz oben auf deiner Wunschliste bzw. besorgst du dir als nächstes? Ja, das ist schon eine schwierige Frage. Irgendwie habe ich jetzt das Gefühl gehabt, dass alles irgendwie eine schwierige Frage war. Aber nee, bei mir ist das eigentlich so, ich habe zwar eine Wunschliste und ich schreibe mir da auch viel drauf und ich habe auch bei Instagram ja meine Wunschliste quasi, dass ich mir da die Bilder hinterlege von den Büchern, die ich mir gerne kaufen möchte, die mich interessieren und ich näher nochmal anschauen möchte. Aber ich habe jetzt kein Werk, was jetzt ganz oben bei mir steht und was ich jetzt unbedingt kaufen möchte als nächstes. Ich lasse mich da immer gerne ein bisschen leiten und wenn ich die Bücher sehe in der Buchhandlung, die ich mir jetzt gerne kaufen möchte, dann kaufe ich sie mir, egal ob sie jetzt weiter unten oder gerade erst neu auf der Wunschliste gelandet sind oder ob sie schon etwas länger sind. Aber um die Frage zu beantworten, welches Buch ich mir wahrscheinlich als nächstes kaufen werde, da bin ich mir ehrlich gesagt auch noch nicht ganz so 100%ig sicher. Und zwar möchte ich mir
das Werk The Ending kaufen. Mir fällt jetzt gerade nicht der Autor ein, aber ich werde das mal hier einblenden. Und zwar hat die liebe Vilja, heißt die, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht recht, wenn ich mich jetzt nicht vertue. Und zwar ist so ja, geschwärmt von diesem Buch, dass es mich dann doch sehr angesteckt hat und ich mir wahrscheinlich das Buch mal in der Buchhandlung anschauen möchte oder mir ja, auf der Leipziger Buchmesse anschauen werde. Wenn ich es da finde und wenn es mir dann zusagt, ich dann das wahrscheinlich als nächstes kaufen möchte. Kaltstart. Welches Buch hat dich zu Anfang nicht überzeugt und im Nachhinein doch aus den Schuhen gehauen? Ja, auch für diese Frage habe ich mich für zwei Werke entschieden, weil ich irgendwie bei diesen zwei Werken das Gefühl hatte, dass sie genau auf diese Frage passen, aber nicht, weil sie mich jetzt unbedingt aus den Schuhen gehauen haben. Das passiert ja eigentlich eher selten, dass das passiert bei mir bei einem Werk, aber die zwei Bücher haben mich am Ende des Lesens dann doch ja, überzeugt und ich war sehr begeistert davon. Bei dem einen Werk muss ich aber noch dazu sagen, dass ich bis heute irgendwie nicht so richtig meine Worte dazu, mir fehlen einfach die Worte, wie ich es finde und wie meine Meinung dazu ist, aber ich weiß, dass ich da für dieses Werk eine recht positive Stimmung haben und mich sie irgendwie überzeugt haben, aber ich leider keine Worte dafür finden kann. Aber zum ersten erstmal das eine Werk, und zwar handelt es sich um Lili Press Giuseppe aus dem Surkamp Verlag. Und zwar haben wir hier, ja, erleben wir hier die Beziehung zwischen einer Tochter und einem Vater, die in New York leben. Und es ist ein sehr für mich ergreifendes Werk, aber auch ein sehr, ja, amüsantes Werk. Es wird halt die ganzen Facetten der Tochter-Vater-Beziehung geschildert von Lily Pratt. Und zwar, wenn beide definitiv schon erwachsen sind, also schon in einem fortgeschrittenen Alter und jeder so seinen eigenen Kopf hat und jeder auch ein Stück weit machen möchte, was er natürlich möchte, aber auch durch den anderen ein Stück weit gebremst wird. Beziehungsweise natürlich dann auch nicht so machen kann, wie er gerne möchte. Trotzdem mochte ich dieses Werk deswegen, weil es so schön diese Beziehung darstellt zwischen der Tochter und dem Vater und so viel, ja, Wahres quasi dahinter steckt und es seine ganz eigene, ja, Komik hatte, sag ich mal, und man doch immer wieder schmunzeln konnte und es hat mich einfach von Lily Pratt sehr überzeugt und ich mochte ja, ihre Schreibe und wie sie uns diese Geschichte erzählt hat. Natürlich steckt hier auch so ein bisschen ja, Autobiografisches mit drin, weil sie auch hier viel über, ja, ihren eigenen Vater schreibt oder die Beziehung zu ihrem eigenen Vater. Aber ja, ich mochte dieses Werk sehr und vielleicht ist es ja auch was für euch. Bei dem zweiten Werk, das habe ich auch letztes Jahr gelesen, hatte ich ja schon bereits gesagt, dass ich immer nicht so genau weiß, wie ich da meine Worte ja, fassen sollte, nur dass ich halt, es ist ja eigentlich sehr, sehr mochte. Und zwar ist es Unter der Drachenwand von Arno Geiger aus dem Hansa Verlag. Ja, hier begegnen wir den Protagonisten, Wade Kolbe nennt man ihn so. Ja, er ist Soldat und ist im Krieg verletzt worden und geht quasi auf Genesungsurlaub heim. Und zwar tut er seinen Genesungsurlaub im Dorf, was unter der Drachenwand liegt, verbringen. Und da heilt er und ja, lernt diverse andere Charaktere kennen. Und ja, man bekommt geschildert, wie es ist für Soldaten, die quasi auf Heimaturlaub sind und wie diese mit dem Krieg umgehen müssen, beziehungsweise wie sie diese verarbeiten. Ich mochte dieses Werk wahnsinnig gerne. Vor allen Dingen, weil es auch eine andere Sicht auf den Krieg, auf den Zweiten Weltkrieg gibt und man das Gefühl hat, doch nochmal einen anderen Blickwinkel zu bekommen. Ja, das ist so schwer für mich, meine Worte für dieses Buch zu finden, weil irgendwie war es dann doch sehr, sehr prägsam für mich und wer mal einen anderen Blickwinkel haben möchte auf den Krieg beziehungsweise die Gedanken, die hier drinnen stecken, dem kann ich dieses Werk empfehlen. Schaut es euch doch mal an. Für die fünfte Frage, Starthilfe. Welches Buch hat dich derart motiviert und inspiriert, dass du nach der Lektüre das Gefühl hattest, Bäume ausreißen zu können?
Für diese Frage habe ich mir zwei Bücher gewählt, die jetzt nicht dafür gesorgt haben, dass ich jetzt gleich Bäume ausreißen könnte, aber die dafür gesorgt haben, dass ich vielleicht doch ein Stück weit mit offeneren Augen durch die Welt und durch die Straßen gehe. Und zwar handelt es sich einmal um Immer montags beste Freunde, und zwar von Laura Schroff und Alex Tresniowski aus dem Diana Verlag. Und zwar wird uns hier die Geschichte von Laura erzählt, die in New York lebt und ja einen kleinen Jungen kennenlernt, der auf der Straße lebt und bettelt. Und es wird uns quasi hier die Freundschaft erzählt, die sich entwickelt hat und welchen Einfluss die Freundschaft auf diesen kleinen Jungen hat. Und ich fand einfach, was so motivierend und inspirierend bei diesem Werk ist, dass man mit kleinen Gesten doch so viel ändern kann und dass man auch durch kleine Gesten das Leben anderer ändern kann. Und das ist das, was mich auch, glaube ich, so inspirierend fand und motivierend fand, meine eigenen Augen, wenn ich auf der Straße bin, ja, offen zu halten und vielleicht dem einen oder anderen fremden Menschen vielleicht auch einmal eine Freude zu machen. Bei dem zweiten Werk, da geht es in eine ähnliche Richtung, und zwar handelt es sich um den zweite Band von Laura Schroff und Alex Tresniowski aus dem Diana Verlag, und zwar Bevor du gehst, immer wieder beste Freunde. Und zwar werden uns hier verschiedene Geschichten erzählt von Freundschaften, von Menschen, die anderen geholfen haben, die andere Menschen beeinflusst haben. Und ich finde, dass beide Werke wirklich dafür sorgen, dass man inspiriert wird, dass man motiviert wird, die Augen offen zu halten und manche vielleicht auch nicht immer nur an sich selbst zu denken. Die sechste Frage, die erste Empfehlung. Welches Buch würdest du spontan, genreunabhängig, einem unbekannten Erwachsenen empfehlen, der sich einen Tipp von dir wünscht? Ja, das ist halt eine sehr komplizierte Frage, sage ich mal. Es ist halt natürlich immer sehr kompliziert, jemandem ein Buch zu empfehlen, der, wenn er zum Beispiel viel liest, was empfiehlt man ihm da? Oder wenn ein Mensch gar nicht liest, welches Buch könnte dafür geeignet sein, ihn ins Lesen zu bringen? Das finde ich eine sehr, sehr schwierige Frage. Aber wenn ich das alles mal außen vor lasse, dann denke ich mir, und das habe ich schon sehr oft getan, würde ich, glaube ich, eins meiner Lieblingsbücher empfehlen. Und zwar würde ich ihm dem Roman 1000 Strahlen der Sonne von Carl Tosini empfehlen. Und zwar einfach deswegen, weil es ein Roman ist, der unheimlich bewegend ist. Jedenfalls hat er mich damals sehr, sehr bewegt, und ich habe dieses Buch total gerne gelesen, auch wenn es sehr, sehr traurig ist und einem sehr zum Nachdenken anregt. Carlo Tosini hat einfach für mich ein wahnsinniges Talent, dass er die Protagonisten so schafft, dass man mit ihnen mitleidet, mitfiebert und einem auch ein Stück weit das Herz herausreißt, wenn es nicht so läuft, wie man sich das für die Protagonisten oder Protagonist wünscht. Ja, mir hat das Buch sehr, sehr viel gegeben. Und kommen wir nun zur nächsten Frage. Dein erster Weg. Wohin führt immer dein erster Weg, wenn du zum Stöbern eine Buchladen trittst? Ja, das ist eigentlich sehr, sehr unterschiedlich. Ich weiß, ich habe jetzt eigentlich keinen bestimmten Weg. Ich schaue mir eigentlich in der Regel oft alles an. Manches intensiver und manches weniger intensiv. Aber wenn ich jetzt meine Stammbuchhandlung gehe, die hier bei mir gleich in die Ecke ist, fange ich eigentlich immer an bei den Thriller und Krimis und arbeite mich dann zu den Romanen von A bis Z und den historischen Romanen durch und gucke dann nochmal bei den Fantasy- und Jugendbüchern und schaue meistens dann zum Abschluss, wenn ich nichts gefunden habe, nochmal bei den Empfehlungen der Buchhändlerinnen und Händler. Und das ist eigentlich immer so meine Runde. Je nachdem, wie viel Zeit ich habe, geschieht das intensiver oder einfach mal schnell einen Blick drüber. Ja, ich bin sehr häufig in der Buchhandlung, aber ich habe mittlerweile gelernt, nicht jedes Mal gleich ein Buch mitzunehmen. Achte Frage. Dein erster Griff. Auf welche Art und Weise entscheidest du, welches Buch du als nächstes aus deinem Sub angelst? Wenn ich jetzt
nichts ansteht, wie zum Beispiel vom, ja, von den Leserunden und sonstigen, dann lese ich natürlich, wenn jetzt zum Beispiel nichts ansteht, also ich keine Rezensionsexemplare habe oder von Leserunden, ja, ein Stück weit beeinflusst werden, weil die werden dann natürlich immer sehr zügig gelesen oder werden als erstes dann gegriffen, wenn ich ein Buch fertig gelesen habe, dann entscheide ich eigentlich mehr oder weniger nach Lust und Laune. Das heißt, auf was habe ich Lust, was habe ich erst vorneweg gelesen, möchte ich lieber in eine andere Richtung lesen oder möchte ich doch nochmal eine sehr ähnliche Richtung lesen. Also da werde ich ganz nach meinem Lust und nach meiner Lust und nach meiner Motivation eigentlich geleitet und entscheide mich dann meistens immer spontan. Oftmals habe ich aber auch schon so den Einfall beim Lesen des vorhergehenden Buches, was ich als nächstes lesen möchte. Dadurch, dass ich ja doch einen recht großen Sub habe, ist es so, dass ich manchmal gar nicht weiß, was ich als nächstes lesen möchte, weil ich so viele Optionen habe. Ich hoffe, das hört irgendwann mal auf, dass ich dann nur noch einen kleinen Bereich habe. So, dann kommen wir zur vorletzten Frage der normalen Fragen, und zwar deine erste Liebe. Welche Autorin, welcher Autor war aufgrund des Schreibstils damals dein erster Lieblingsschriftsteller? Die Frage ist eigentlich recht einfach für mich zu beantworten, weil der Autor mich schon eine ganze Weile begleitet. Und zwar handelt es sich um C.J. Thompson. Und hier halte ich einfach mal den dritten Band, weil ich diesen Band zuerst gelesen habe aus der Reihe. Und zwar Der Anwalt des Königs aus dem Fischer Taschenbuch Verlag. Ja, das ist eine Reihe um den Anwalt Matthew Shortlake. Und er muss halt einfach diverse Fälle lösen und trifft dabei immer wieder auf diverse Hindernisse und Widrigkeiten. Und ja, ich mag einfach die Art und Weise, wie der Autor schreibt, wie er das Ganze umsetzt und natürlich den historischen Rahmen drumherum. Das mag ich eigentlich sehr gern. Kommen wir nun zur letzten offiziellen Frage, die Initialzündung. Was brachte dich dazu, über Bücher in irgendeiner Weise zu bloggen? Ja, ich hole mal ein bisschen weit aus. Ich hatte ja vor YouTube auch schon einen normalen Blog, sage ich mal. Aber da habe ich einfach gemerkt, dass das Bloggen mir nicht so wirklich liegt und ich da auch nicht so viel Freude habe. Deswegen hatte ich das auch relativ schnell quasi wieder beiseite gelegt und war da auch nicht sehr, sehr motiviert. Und dann hatte ich natürlich auch noch Instagram, wo ich sehr, sehr gerne über Bücher geredet hatte. Und irgendwann hat mich dann auch die Lust gepackt, YouTube-Videos zu machen, weil ich fand das eine sehr schöne Art und Weise, über meine Leidenschaft des Lesens zu reden, über die Bücher zu reden, die ich lese und mich mit anderen auszutauschen. Ja, ich glaube, es ist einfach die Motivation, über Bücher zu reden, weil auch ich habe in meinem Umfeld jetzt nicht so wahnsinnig viele Menschen, mit denen ich mich über Bücher austauschen kann, und dann ist es einfach meine Art, das zu tun oder mir einen Kanal zu suchen, wo ich das tun kann. Genau. Die Bonusfrage nun zum Abschluss. Welches ist dein absolutes Lieblingsbuch? Ja, das ist schwierig. Ich glaube, mein absolutes Lieblingsbuch, ich habe nicht ein absolutes Lieblingsbuch. Also wie ich ja bereits von schon sagte, mag ich total gerne Paul Austers 4321, was ich schon gezeigt habe, und auch 1000 strahlende Sonnen von Carlo Tosini. Ja, und natürlich nicht zu vergessen Stoner von John Williams. Ich glaube, aber da gibt es eine ganz, ganz lange Reihe von Büchern, da gibt es eine Vielzahl von Büchern, die ich wirklich mag, die ich immer wieder als mein Liebling bezeichnen würde, aber ich könnte mich da, glaube ich, auch nicht auf ein Buch beschränken. Was mich jetzt zum Schluss noch interessieren würde, wäre natürlich auch, was ist euer Lieblingsbuch, oder seid ihr wie ich, dass ihr nicht wirklich nur ein Lieblingsbuch habt. Da der Tag nun schon eine Weile unterwegs ist, beziehungsweise hier auf YouTube kursiert oder auf Instagram oder auf welcher sozialen Plattform auch immer, möchte ich gar keinen speziellen taggen. An dieser Stelle möchte ich bloß sagen, dass alle, die den Tag noch nicht mitgemacht haben, aber ihn gerne mitmachen wollen würden, dann seid ihr hiermit herzlich eingeladen dafür. Und ich würde mich auch noch freuen, wenn ihr die eine oder andere Frage für mich unten in den Kommentaren beantwortet würdet. Da würde ich mich sehr darüber freuen. Und ansonsten wünsche ich euch an dieser Stelle noch einen schönen Tag und bis dahin. Tschüss!